Du kleiner Bastard, Digga. Alles falsch gemacht. Ich bin mit meinen Händen hier drauf gelandet, auf dem Asphalt, Handgelenke gebumst. Ich bin hier mit meinem Kopf gelandet, gebumst. Wie man richtig fällt, Freunde. So, an sich natürlich die Situation ganz klar, ja. Sie kommt unerwartet, das muss man halt reflexartig machen. Ich mach's mal langsam, wie man es trainieren kann, wirklich als maximaler Anfänger. Ihr geht hier auf die Knie, ja, ganz runter und rollt euch einfach ab und macht den da. Nicht stehen da, 45 Grad hier das Ganze absorbieren. Das wird immer noch wehtun, ja. Wenn hier Asphalt ist, wird immer noch wehtun. Und natürlich Kopf anwinkeln, nicht das da machen. Anwinkeln, bam, und hier dann direkt safe sein, weil er ist ja noch da, ne? Damit ich hier hoch kann, eventuell treten kann und hochkommen. So, mach's mal jetzt, push mal richtig. Habt ihr gesehen? Bam. Wie gesagt, es wird wehtun, aber ihr absorbiert es. Es ist mir mal im Training passiert, ich bin gefallen, warte. Ich bin so gefallen, weil hinter mir die Wand war. Wollte halt nicht instinktiv gegen die Wand klatschen. So gefallen, auf Parkett. Handgelenk war dreiviertel Jahr gebumst. Von daher, richtig fallen lernen. Sag, Bro.